Aber hier, Samurai. Itachi Helm. Wer auch immer Itachi ist. Samurai. Hadouken. Wie ist das so geschrieben? Hadoukens Helm. Entschuldigung, wenn es falsch ist. Samurai. Hier, Honda. Honda, Mazda, Dingenskirchen. Hondas Helm. Yamaha. Und so weiter und so fort. So, den muss ich verstellen. Und den auch. Bügelmanns Helm. Ha, ist das lustig. So, der sieht sehr nach Skyrim aus. Hier, wie heißt der Dragonborn? Dovahkiin-Gedöns. Dragonborn. Do. Oh, jetzt weiß ich auch nicht, wie das geschrieben wird. Dovahkiin. Gedöns. Gedönses Helm. Oh, Helm! Das ist, irgendwas Nordisches und wird so geschrieben. So, der, den lasse ich aus, oder? Oder ich mache hier so eine gesamte Zeile und mache dann halt einen doppelten. Oder warte mal. Bügelmann. Honda. Schibibatschibutiba. So. Jetzt kann ich das Gleichgewicht des Universums wiederherstellen, indem ich die Dings da einpacke. So, da weiß ich nicht, wie ich es mache. Oh, ich brauche ein unentbehrtes Schild. Ritter. Ritter Schanze. Schrott. Schrotzhelm. Dann ist das hier Master Chief. Meister Kochs Helm. Ne, warte, das ist nicht der Chef, das ist der Chief, ne? Meister, also Chief. Chief ist ja irgendwie so ein Polizeirang. Meister Bullenhelm. Ja. Meister, Dings. Helm. Das ist denn so die wortwörtliche Übersetzung von Chief. Ich google das mal. Seht das zwar jetzt nicht. So. Chief. Haupt. Ja. Häuptling, Oberhaupt, Leiter, Anführer. Hauptmeister. Hauptmeisters Helm. Aber das nicht mal. In Deutsch klingt alles so. Wenn man englische Sätze ins, oder Wörter ins Deutsche übersetzt. Na gut, Wörter wortwörtlich, beziehungsweise Sätze oder Songtexte ins Deutsche, dann klingt alles so kindergartenmäßig. So, das hier ist ein Old Republic Trooper. Laut. Aber warte mal.
Hier ist der, der Space Helm. Der Platz Helm. Geil, ne? So, Alter, das klingt zu langweilig. Das ist der Badass. Ass. Ass. Hier. Topf mit Seeschlitz. Hätten wir das auch. Und das ist der, der magische Flügel Bordüren. Froschritter Helm von 1207. Die historische Schlacht von 1207, wo der magische Flügel bei ihrem Froschritter die Schlacht zum Sieg gereicht hat. So, was haben wir denn noch? Wir haben hier Darth Vader. Ich bin's, der dunkle Vater. So. Hier kann eine Bezeichnung hin und hier kann eine Jahreszahl hin. Samurai Kishahama San Sans. Ich glaube, da muss ich so schreiben. Sans Rüstung. Von, nee, Anno. Wann gab's denn sowas? 989. Ist eine Vermutung. Ist ja auch Mittelalter, aber von wann bis wann das Mittelalter jetzt ging, weiß ich jetzt noch nicht aus dem Stegreif. So, das hier ist Dead Space, der tote Platzhelm. Der tote Platz. Helm. Platz. Helm. So. Ne, warte, die drei, die beschrifte ich nicht. Das will ich nicht. Genau, hätten wir das. Bin ich Schmidt zufrieden? Genau, nur wenn ich ausschalte, kommt noch einmal so ein Ton. So, dann wäre hier wahrscheinlich das Stockwerk soweit fertig. Denke ich mal. Nochmal eben kurz gegenchecken. Hier kommen, ne, hier kommen übermäßige Slimebälle rein. Da ist das Schwert. Liebsten hätte ich ja die Truhe hier weggemacht und ein System, dass das hier hin transportiert wird, aber nee. Ach so, irgendjemand hat ja mal gesagt, ich könnte das so machen, dass die Slimes sterben und unten einfach so einen riesen ganz viele Hoppers hinstellen. Das mache ich sehr ungern, weil ich verwende ungern immer so einen Haufen an Hoppern. Das habe ich beim Headquarter gemacht und bei dem Brausystem und naja, also es ist immer so eine FPS-Geschichte und solche Sachen, selbst solche Sachen, die hier Container beinhalten, sind alles zumindest mehr Rechenleistung als ein normaler Block. So. Gut. Ich glaube, hier unten ist fertig.
Hier habe ich offen gemacht, genau. Dann könnte man ja schon mal gucken, dass man jetzt die obere Etage nimmt. Hier habe ich übrigens Glas reingebaut, weil wenn man hier jetzt zwischenfällt, ist man gefangen. Und jedes Mal hier unten so eine Fluchtmöglichkeit zu bauen, wäre ein bisschen blöd. Okay. Dann, wie komme ich am schnellsten hier oben rein? Ich hau hier mal ein Loch einfach. Ich klopp da mal was weg. So. Also im harten Schwierigkeitsmodus sind hier oben ziemlich viele Mobs gespawnt. Da muss ich halt gucken, dass das diesmal nicht so ist. Schade, hier kann ich keine Glowstones hinterpacken. Ganz oben ist das Schlafzimmer von Basti Keks und von mir. Und das Badezimmer. Das heißt, jetzt in dem mittleren Trakt war ja das Arbeitszimmer mit einem Schreibtisch für Basti und mich. Und dann habe ich jetzt noch Platz für anderen Scheiß. Das heißt, oh Moment. Also die Netherwart Farm, die ich mal angesprochen habe, ich weiß gar nicht, ob das in der verworfenen Aufnahme war oder in der, die ihr kennt, aber ich wollte auch noch eine Netherwart Farm machen. Mache ich aber nicht hier, sondern höchstwahrscheinlich im Nether drin. Wo ist denn meine Liste? Hört ihr das? Ah. Ja, wenn man ein Heft falsch rum aufschlägt, dann klar, dass man nichts findet, wenn man die ersten Seiten durchsuchen will, obwohl es dann die letzten sind. So. Genau. Die Iron Golem Farm, die muss ich mal nochmal ganz neu machen, weil die irgendwie nicht funktioniert. Eine Guardian Farm wollte ich ja im Ozean machen. Und die Netherwart Farm, okay, und ein Kaninchengehege. Da muss ich allerdings nochmal schauen. Vielleicht mache ich das Kaninchengehege irgendwie in der Stadt, damit dieses Stadtding auch irgendwie einen praktischen Nutzen hat. So. Was bauen wir denn mal hier rein? Ich hätte Lust auf. Also es muss natürlich einen Sinn haben, zumindest einen ästhetischen, was hier drin sein soll. Also wenn jetzt hier ein Teppich wäre. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und dazwischen ein 3x3 Block. So. Dann haben wir hier wieder die Wüstenbasisfarben rein. So. Und habe mir schon überlegt, ob ich das Büro vielleicht glastechnisch abkapseln soll. Aber das wäre dann hier einfach so eine Glaswand. Das heißt, dieses Ding gehört sozusagen zum Büro. Finde ich aber nicht so toll. Müsste ich hier und hier einen Eingang. Ah, warte doch, das machen wir mal. Ich finde das gut. Machen wir mal dann auch hier so eine Bodentrennlinie auch. Zack, zack. Zack, zack, zack. Und ich glaube, das ist das, was ich dann noch fertig mache. Und dann müsste ich wieder entweder unterbrechen oder aufhören für heute, denn dann mache ich mir was zu essen. So. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ist das dann natürlich blöd. So, da muss ich hier irgendwie mehr. So, damit die nicht connecten.
mache ich den hier, oder ich ziehe den bis ganz nach oben. So, hier würde ich dann irgendwo eine Tür reinmachen. Ich baue aber erstmal die Wand zu. Das ist auch eine Sache. Ich weiß jetzt nicht, ob das... Yay, Profi-Tipp. Obwohl ich mich nicht als Profi bezeichnen würde, aber wenn ich mit Glaspaints arbeite zumindest, finde ich es immer praktischer, hier erstmal jeden zweiten hochzuziehen. Und dann kann man sozusagen, weil das jetzt als ganzer Block gehandelt wird und nicht als so eine dünne Scheibe, sieht man ja die an der Hitbox, kann man dann besser gegen die Hitbox klicken und dann die Lücken füllen. Und ich hätte das jetzt anpreisen müssen. Vergessen Sie alles, was Sie über Glasscheibenplatzierung gewusst haben. Denn jetzt kommt die innovativste Technik ever. Ever. Ist so geil im Baumarkt. Diese Werbungen. Hey, vergessen Sie alles, was Sie über Hohlraumversiegelung wussten. Man steht da und denkt, okay, schon passiert. So viel war es nicht, was ich über Hohlraumversiegelung wusste.